Na komm her. Auch dieses Problem stört mich nicht. Dann machen wir uns halt einen Schalter. Ja. So. Na, jetzt ist es dunkel. Herrlich. Warum auch nicht. Jetzt gehen wir hier rüber, setzen da unsere Fackel hin. Ah, das ist ja... ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Aber meinetwegen. Du musst weichen. So, zack. Jetzt kommen gleich die bösen Buben. So, dann verbinden wir das hier. Dann kommst du wieder weg. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. So, Fackeln habe ich natürlich auch keine einzige mitgenommen. Ja, warum auch? Ja, man könnte sie ja brauchen, ne? So, dann stellen wir hier unsere Quarry auf. Dann sammeln wir uns mal kurz unser Gezuppel hier wieder auf. Yippie. Na, außer Spaß. Na, dieses Seerosenblatt hier, das wollte ich jetzt allerdings nicht. So. Ja, hier macht sie sich ganz gut. Das ist, das soll mal recht sein. Dann wird sie wenigstens schön geflutet mit Wasser und beseitigt die Lava für uns. So, dann kommt dieser Energie-Tesseract hierher. Ich höre schon die erste Bogensehne. Natürlich. Hallo, Herr Skelett. Ach, hallo, hier, Schwert und so. So. Dann, oh, dieser blöde Knochen, ey, was will ich denn damit? Hier, so eine Ender-Chest hier hin. So. Und jetzt müssen wir dem bloß noch sagen, Energiespeicher. Receive only und boom. Und jetzt dürfte das Ding hier abgehen wie Sau. Der cleart jetzt hier für uns natürlich erstmal das Terrain. Das soll mal in Ordnung sein. Jetzt bauen wir uns hier dieses Ding hin. Dann den Knoppes. So, yes. Und so. Na? Böses Ding. Ah. Ja, wir müssen das Portal drüben in unserer Basis müssen wir anlassen. Genauso wie das hier. Ach, sehe ich jetzt in den Button. Scheiße, weg mit. Und dann muss hier halt ein, nehmen wir uns gleich zwei Hebel. Und dann muss hier ein Hebel hin. So, jetzt, was ist das hier? Na, können wir uns übrigens hier mal ein bisschen. Ach, hier so ein bisschen roten Stein hier. So. Schöne Sache. So. Was ist das? Clay. Dann machen wir ein bisschen mit. Ist jetzt aber ärgerlich. Und ich habe vergessen, daheim das Portal aufzustellen. Yippie-i-yo. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich kann das Linking Book ja hier schlecht benutzen, ne? Ja. Hammer Scheiße baut. Na gut, dann müssen wir jetzt in die Richtung wieder zurück. Oder. Was machen wir denn? Tja. Ich hoffe mal, ich finde wieder zurück. Also wir müssen wieder in die Richtung hier zurück. Habe ich nicht irgendwie mal so Wegpunkte gehabt oder so? Na. Irgendwie nicht. Hier, Waypoints. Die sind alle weg. Stimmt, weil ich auf dem Server spiele. Na gut. Dann machen wir uns auf die Heimreise. Ich hoffe mal, wir finden wieder nach Hause. Aber wir sind ja eigentlich nicht vom Weg abgebogen, ne?
Also dürfte es auch gar kein Problem für uns darstellen, hier wieder zurückzukommen. Und die Quarry arbeitet schön für uns in der Zeit. Da sehen wir vielleicht schon die ersten Items oder so ankommen. Ja, da habe ich jetzt nicht nachgedacht mit diesen mit diesen Portalen. Da muss ich einen Wireless Receiver und einen Transmitter machen, wenn das auf der einen Seite angeht, das Portal, dass das andere gleich automatisch mit angeht. Ja, dann funktioniert das. Aber da habe ich jetzt leider nicht drüber nachgedacht. Deswegen, ja, müssen wir halt hier wieder so zurück. Ich hoffe mal, aber der Weg, der müsste ja eigentlich so passen. Wir sind ja schon wieder in diesem einen Eisgebiet hier. Und dann müsste ja jetzt dann demnächst gleich dieser Dschungel kommen mit diesen großen Bergen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Tja. Ja, jetzt kommt dieser Hill Forest hier. Ist auch mal schön, so ein kleiner Rundflug zu machen. Ansonsten, was machen wir jetzt noch? Ich schau mal kurz auf meinen Zettel. Eigentlich haben wir alles abgearbeitet, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir können höchstens nochmal versuchen, uns nochmal so ein 64K-Laufwerk zu bauen. Das können wir vielleicht noch kurz in Angriff nehmen. Und dann mache ich ein Päuschen. Und werde schon mal die ganzen Items, die wir überall rumfahren haben, einlagern. Soweit wie es geht. Werde vielleicht noch offscreen so ein 64K-Modul craften. Je nachdem, mal schauen, was die Quarry ausspuckt. Und werde mir dann auch mal Gedanken machen fürs nächste Mal, wie es weitergehen soll. Beziehungsweise wie wir das logistische. Was ist denn das hier unten? Oh, schaut mal her, was wir hier gefunden haben. Einen Wüstentempel. Mit vielen bösen Buben. Ja. Ihr könnt mich mal. Und ihr wisst ja. Ich habe jetzt leider keine Fackel dabei. So. Ich habe jetzt leider keine Fackeln dabei für euch, aber ihr seht ja, was drin ist. Gold, das nehmen wir mit. Zinn, nö. Knochen, nö. Also nur Müll. Aber hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hier ist TNT. Das nehmen wir mal schön mit. Ja, also wenn man hier runterkommt und tritt auf diese Druckplatte hier drauf, die hier war, dann fliegt einem der ganze Laden hier um die Ohren. Ja, und man hat von dem ganzen Schatz hier nichts. Ja? So, und ich glaube, dass wir hier irgendwie falsch sind. Scheiße. Ich werde nie wieder nach Hause kommen. Ich sehe es kommen. Wir verirren uns. Und dann bleibt mir nur noch eine Möglichkeit. Ach hier, schaut mal. Das sieht nach uns aus. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber hier. Trautes Heim. Sehr schön. Jetzt müssen sich hier die ganzen Chunks wieder laden. Beziehungsweise aufbauen hier. Geladen sind die Chunks ja. So, sind wir wieder daheim. Jetzt habe ich eine Menge Gerumpel hier dabei. Oh Gott. Na, das haue ich jetzt erstmal. Alt, den Schalter, den wollte ich jetzt eigentlich nicht da reinhauen. Aber die Sticks. Den Red Cobble, der kommt eigentlich hier rein. Da habe ich schon mal ein bisschen was mitgebracht gehabt.
weil ich wollte unbedingt ein Haus bauen aus was anderem mal. Nicht immer aus dem gleichen. So, das da kommt da rein. Das TNT, das können wir immer gebrauchen, ja. So, jetzt packen wir mal kurz das, die Wrench weg. Diese Wrench, diese Biene, die packe ich jetzt auch mal kurz hier rein. Die brauche ich jetzt hier nicht, das auch. Zudem, Obsidian-Totem kommen wir jetzt gleich. Dann die Landmarks weg. Dann das Gold und das hier rein. Den Dirt können wir auch mal rein. Die Portal Gun. Und jetzt müssen wir was ganz Wichtiges machen. Huch, ach, diese blöde Suchfunktion. Hier dieses wegmachen, zack. Ah ja, das buggt ab und zu ein bisschen hier, aber es funktioniert. Ja, und den Dinger hier können wir auch schon wegschmeißen. Ah, der baut hier schon fröhlich ab, ja, dann schauen wir mal drüben, wie unser Sortierdöns hier zurechtkommt damit. Was holt er denn jetzt hier? Erde, da haben wir noch genug Platz. Also ich habe die ja alle jetzt aufgerüstet, in der Zwischenzeit, ja, dass hier mir so ein Missgeschick nicht mehr passiert. Ja, der Koppel, der kommt dann schön woanders hin. Ja, wunderbar. Dann kommt die Sortieranlage hier damit zurecht. Gut. So, jetzt machen wir... Wir wollten noch so ein 64K Storage-Modul bauen. Das machen wir aber gleich. Jetzt, vorher machen wir erstmal hier ein bisschen mit Tomcraft weiter. Und zwar habe ich hier, will ich mir einen großen Stab bauen. Und zwar ist das hier, Went of the Tomatugur. Oder Tomaturg, oder wie auch immer. Ja, wie das Teil heißt, der Bombenbluss 32 Pre-Incantation. Das kriegen wir aus Blaze Rods raus. Ja, da kommt natürlich ein bisschen anderes Gedöns noch mit. Aber das macht nichts. Wir haben ja unseren netten Herrn Golem, der für uns der für uns dafür sorgt, dass da nichts passiert. So, blubbert das jetzt. So, dann setzen wir natürlich, weil wir mit Tomcraft arbeiten, unsere schöne Tomcraft-Brille auf, dass wir auch was sehen. Also jetzt hier sind 32, 96 von diesem anderen Zeug sind drin. Und dann kriegen wir hier diesen großen Wand und der hat natürlich hier gleich so ein ganzes Ding hier voll gemacht. Mit 64 holt sich hier aus der Kiste automatisch hier diese Glass Files raus und ja, sorgt dafür, dass hier immer Ordnung herrscht. Jetzt haben wir das natürlich von dieser Node hier abgezogen, weil die Node leider noch ein bisschen zu weit weg ist. Ja, die will ich jetzt gleich hier rüberziehen und das machen wir jetzt. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe diese Mixed Crystal Cluster habe ich schon mal gecraftet. Da brauchen wir aber bloß 4 davon. Ja. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal kurz. Na, wo haben wir es denn? Tomonomicon. Ich muss bloß aufpassen, vorhin ist mir Minecraft gecrashed. Hier. Also, das funktioniert so. Ja, da kriegt man dann so einen Crystal Core. Und diese Mixed Crystal Cluster, die kriegt man, also nicht so, sondern wenn man diese Mission Tools, sieht man gleich, hier. Ja, dann kriegt man dieses Mixed Crystal Cluster. Aber das wollte ich euch jetzt nicht antun, das Ding hier noch zu craften, weil das braucht ein bisschen mit den Materialien zusammen zu suchen. So, dann kommt es so. Unser Nether Star kommt hier rein. Wir haben hier Pre-Incantation haben wir von hier. Ja, also der holt sich das dann auch gleich von hier raus. Und das andere Zeug fehlt uns jetzt aber. Und das habe ich hier. Da ist dann dieses Symbol drauf, dieses rechte. Das hier, Vakuus. Dann haben wir hier dieses Alien. Da ist das hier, Aliens. Und in dieser ist dieses andere, ja, da ist das Alien drin, das andere Alien-Ding da, Mutatio, genau. Und dann kriegen wir hier einen Crystal Core. So, und der füllt hier gleich wieder das ganze Gedönse hier ein, was übrig geblieben ist. Ja, also ihr seht, zack. Na, ja, der hätte es jetzt auch hier reinfüllen können, aber sei es drum, ja. Jetzt ladet die sich wieder von der hier auf, ja. Ich hoffe jetzt, ja, dass diese hier
Wie soll ich sagen? Ich will die jetzt hier aufs Dach ziehen, im Endeffekt, ja. Also ich will die jetzt nicht hier mitten in den Raum reinziehen, diese Note, weil das ist mir einfach, ja, zu viel, wenn das Ding hier drin ist, ja. Deswegen werde ich das aufs Dach packen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr hier diese Obsidian-Totem. Habt ihr ja vorhin gesehen in diesem Tomcraft Dungeon, sage ich es jetzt mal, ja. Diese Tomcraft Ruine, ja, da findet man dieses Ding. Und das kann man dann abbauen. Und das werden wir jetzt hier aufbauen. Und zwar brauchen wir hier 1, 2. 1, 2. Bauen wir das so auf, immer 2 hoch, ja, also dass es so aussieht. Und dann brauchen wir kurz ein bisschen Erde oder sowas, ja, das tut's vollkommen. Und dann muss in die Mitte oben zwischen dieses ganze Ding muss dieser Crystal Core. So. Ich befürchte, dass er diese Note hier unten zieht. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ja, wenn er es macht, ist eigentlich egal, weil wenn die Note hier ist, dürfte diese stark genug sein, um die Note von hier darüber zu ziehen. Und ich habe ja extra noch ein Material für einen zweiten. Weil wenn man diesen jetzt hier zerstört, ist er kaputt. Ja, also dann kommen bloß diese Shards raus. Ja, und man darf das ganze Ding nochmal craften. Ja. Deswegen habe ich vorbeugend das Ding schon mal und dass wir es zweimal machen können. Mit einem Rechtsklick aktivieren wir das Ganze. Und dann seht ihr, dieses Ding steigt in die Luft. Und ja, wie schon geahnt, zieht er diese Note hierher. Also im Endeffekt passiert Folgendes. Er packt die Note, ihr seht's. Mein Cursor, der ist jetzt genau drauf. Ja. Und der zieht die Note praktisch zu sich her. Natürlich ja, entzieht der Note sämtliche Energie hier. Ja. Aber das ist mir jetzt gerade mal scheißegal. Ja. Natürlich kommen hier dann auch die bösen Wisps. Ja. Und ich finde es auch sehr geil mit dieser Animation hier. Ja, wie diese Dinger dann hier glühen und wie diese Teile dann hier runter, diese Tomcraft-Symbole dann hier runterfallen. Sehr schön. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Note hier, die lädt ja jetzt diese hier auf. Und ihr seht, die Note, die geht jetzt auch ziemlich in die Knie. Weil die Note versucht jetzt diese Note hier wieder, ja, zu erwecken, sag ich jetzt mal. Und ja, deswegen wird die jetzt hier gut leer gesaugt. Außerdem hat das Aktivieren, glaub, 300 Wiss gebraucht. Ja, also musste sich mein Stab auch wieder aufladen, deswegen steht es auch so niedrig. Und jetzt schauen wir mal, dass das Ding jetzt hier, das dürfte jetzt hier gleich aus der Wand hier rauskommen. Ja. Also es geht doch schon recht flott. Ja. Wir können ja in der Zeit mal schauen. Ja, das tut hier vor sich hin. Und wir können ja nochmal so ein Storage-Modul anfangen, sage ich jetzt mal. Na, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und zwar brauchen wir dazu wieder jede Menge Gold. Ja, also wirklich Gold. Also, wenn wir hier Goldproduktion anleiern, dass der hier uns jetzt mal das ganze Gold macht. So. Denn wir brauchen wieder. Ne, Moment. Wir suchen nach. Lieber nach Storage. Und jetzt brauchen wir hier erst einmal. 27 Storage-Zellen. Hier, die hier. Hätte ich mir vielleicht gleich das Rezept. Moment mal, hier. Das hier, da brauchen wir 27 Basic-Prozessoren. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar. Und nicht genug natürlich, klar. Warum auch? So, dann brauchen wir auf jeden Fall
eine Menge Eisen. Dann nehme ich mal alles raus, was wir haben. Dann brauchen wir erst einmal nachkommen. Das hier wieder. Genau, da brauchen wir wieder diese Silicon Wafer hier. Da brauchen wir genau 27. Sehr schön. 27, dann diese Säge hier. Dann Redstone. Nehmen wir uns den ganzen Stack raus. Und Gold. Da müsste ja jetzt hier schon einiges im Gange sein.